In diesem Clip möchte ich euch meine erste Spielidee vorstellen. Und zwar geht es um Memory. Memory kennt jeder, wird üblicherweise auf dem Tisch gespielt, aber man kann das Ganze auch abwandeln, damit ihr gleich was Gutes für eure Gesundheit tut. Und zwar nehmen wir jetzt die Karten, wie gesagt, nicht auf dem Tisch verteilt, sondern auf dem Boden in einem bestimmten Feld bei euch in der Wohnung. Dann messt ihr eine bestimmte Strecke ab, solange wie ihr sie haben wollt, und markiert am Ende die Start- und Ziellinie. Dann kann halt der erste Spieler auch schon loslegen, wobei ich euch immer die verschiedenen Bewegungsmöglichkeiten zeigen muss. Ihr könnt euch zum Beispiel im Krebsgang zu den Karten vor- und zurück bewegen, federn folgendermaßen, und dabei transportiert ihr aber auch noch den Ball mit und schaut, dass der nicht runterfällt. Eine andere Möglichkeit wäre, ihr klemmt den Ball zwischen eure Beine und hüpft vor zu den Karten und wieder zurück. Was ihr auch machen könnt, in den Vierfüßlerstand gehen und den Ball dabei vorrollen, wieder zurück. Also ihr könnt da ganz kreativ sein. Sicherlich habt ihr auch noch selber die ein oder andere Idee. Gespielt wird dann ganz normal nach den Memory-Regeln. Einer startet, bewegt sich vor, dreht zwei Karten um. Wenn es gleich ist im Bonus, die Karten natürlich wieder zurücknehmen. Ansonsten die Karten wieder umdrehen und liegen lassen. Wenn man wieder an der Ziellinie angelangt ist, darf der nächste Spieler starten. Geht dann so lang, bis alle Karten weg sind. Und dann hat der gewonnen, der am meisten Paare gesammelt hat. Wenn ihr jetzt keine Memory-Karten zu Hause haben solltet, könnt ihr das Ganze auch mit UNO-Karten spielen. Die Karten auch wieder ganz normal auslegen. Hier können bis zu 4 Spieler mitspielen und jeder Spieler sammelt eine Farbe. Wenn ihr jetzt auch wieder vorne seid, eine Farbe habt, die ihr sammeln sollt, dann nehmt ihr die Karte mit. Wenn es eine Karte ist, wo nicht eure Farbe drauf ist, wieder umdrehen und liegen lassen. In dem Fall hätte jetzt der Spieler gewonnen, der zum Beispiel als erstes 7 Karten von seiner Farbe gesammelt hat. Probiert es einfach mal aus. Ihr seht, wie man aus einem ganz normalen Brettspiel ein Bewegungsspiel draus machen kann. Ich wünsche euch viel Spaß!